Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Eldritch zu einem neuen Part Pokémon Mystery Dungeon Ratatouille DX mit dem Zwergenfürst. Ja, ein Part, vor dem ich mich gefürchtet habe, den ich noch nicht lange, den ich hinausgezögert habe. Ja, wir werden heute mal wieder ein paar Quests erledigen und wir müssen leveln. Unser Team ist zu schwach, um durch den Magma-Berg oder wie der Dungeon hieß, durch die zu Graudern durchzukommen. Da sind wir im letzten Part gescheitert drin. Also hier, der Briefkasten ist voll. Wir müssen heute wieder mal ein bisschen Triviales machen. Wir müssen heute mal wieder ein bisschen nach der Post sehen. Klörbeck und so. Zwei Intensivtickets, das ist gut. Das können wir auch gut gebrauchen. Aber erstmal die Dungeons. Da man nicht unendlich Intensivtickets hat, muss man halt jetzt. Ja, wir haben hier schon. Ihr seht schon, wir haben hier beim Donnerberg, beim Frostwald, Kleberg Tumult, weil wir haben genug Quests, die wir jetzt noch machen können. Und mit der Post kommt auch mal was Neues. Also fangen wir an mit dem Kleberg, das haben wir gerade bekommen. Und auf geht's. Da dürfte ich als Glimmanda kein großes Problem haben. Heute ein bisschen Quest erfüllen, heute ist Retterteam-Arbeit dran. Harte Retterteam-Arbeit. Einfach mal ein paar Missionen annehmen, Aufträge erfüllen, wie es gehört. Oh, durch Modi und Gruft durch. Das ist ja ordentlich. Ja, ich will halt, es ist immer bei mir so, deshalb habe ich mich gescheut, diesen Part aufzunehmen, deshalb habe ich hingezögert und nehme jetzt auf den letzten Pfiff raus. Also jetzt fast kurz vor eigentlich jetzt letzte Möglichkeit, sonst ja, kurz vor knapp. Weil ich will mit der Story weiterkommen. Ich halte mich ungern. Oh, Nurob. Ja, das kann mitkommen. Ob wir dafür einen Dungeon haben? Nein, haben wir natürlich noch nicht. Da müssen wir uns auch mal drum kümmern. Können wir vielleicht diesen Part irgendwie noch machen, sofern wir Geld haben. Ja, ich bin keiner, der so gerne, der gerne Training macht, der Leveling macht und so weiter. Leveling. Was für ein neues Wort. Was für eine neue Wörter. So, E8. Wir müssen auf E8. Alles klar. So hoch. Ja, ich will nicht helfen. Weitergehen. Ja, ich bin ein tolles Retterteam. Auf der Ebene befindet sich. Ja, wir wollen E8. Wir haben eine Mission. Eine klare Mission. Da müssen wir hin. Lass mal gut sein. Mordi und Prof haben wir abgehängt. Ah, da kommen sie. Ein anderes Gurup, was noch nicht in unserem Team beigetreten ist. Na komm, mach's alle. Es bringt hoffentlich ein paar Levels, wenn wir hier ein bisschen kämpfen. Einige Pokémon hier besiegen. Achso, ich habe das Jurup gerade vom Gegner gehalten. Ja gut. Na, können wir ihn retten? Du hast keinen. Ja gut, dann bleibt uns ja wohl nichts anderes übrig. Wir haben keinen Apfel, um ihn zu retten. Dann ab auf E8. Können wir es eh nicht. Ja, ich will wirklich weitergehen. Diese doppelte Frage hier, das ist so. Ist gut, wenn ich den Raum. Oh, ein Meister-Pokémon dort. Diese Krone, das macht doch irgendwie. Ah, hat man mich jetzt bisher noch nicht im Part. Das ist, glaube ich, neu. Okay. Mini-Belebersamen. Tatsächlich, ich habe Belebersamen mit dabei. Wie kann denn das sein? Ich bin aufgesammelt unterwegs. Bin so oft K.O. gegangen. Magma-Dingens. Magma-Palast, da geht's mal. Das ist bestimmt nicht so. Das kann eigentlich gar nicht sein, dass ich noch Items habe. Von Belebersamen. Das muss ich in dieser Höhle gefunden haben. Oha, das war ein heftiger Kampf. Zwischenboss. Levelaufstieg für Prof. Ja, brauchen eigentlich eher für Modi und für Zwergi. Ja, Prof auch, den können wir auch mitnehmen auf die Mission. Magma-Berg. Ja, hauptsächlich. Wir müssen halt Modi
mit Morty und Zwergi. Morty ist Level 35, Zwergi ist Level 36, Prof ist halt Level 32. Das, der hängt eh schon ein bisschen zurück. Meine Haupttraining sollte jetzt auf Morty liegen. Ja, und dann auf Zwergi, wenn er aufgeholt wurde. Ich hatte hier schon fast die Befürchtung, dass hier wieder Game Over wäre. Ein Tänzer. Ist ja ein interessantes Pokémon, seltenes Pokémon. Habe ich außerhalb nach der vierten Generation habe ich das nirgendwo mehr getroffen. Eine Sinnebeere, natürlich. Ein Tänzer, das ist. Gab es das noch irgendwo nach der vierten Gen? Nach Pokémon Diamant, Pearl und Platin. Ich habe ja Schwarz und Weiß gespielt. Y dann. Nee. Und mit der Rubin habe ich auch mal privat gespielt. Nee. Also kam mir, glaube ich, zumindest, wenn dann sehr, sehr selten. So dass einem kaum auffällt. Der Tänzer ist mir noch nie begegnet. Also. Und Tanheel dann auch. Nee, Tanheel ist eine andere Entwicklung. Es ist dann ein Wiesen, die Weiterentwicklung von Tänzer. Tänzer von Pokémon. So, E6 sind wir schon, wir sind gleich da. Wir werden wohl mehrere Quests heute annehmen. Werden wohl hier. Ich schätze so, mindestens 4 Quests können wir schon irgendwie hinkriegen. Irgendwie. Und ja, seien sie noch einen Dungeon, also 4 Dungeons können wir jetzt schon screenen in der Part, oder? Ist realistisch. Mindestens 4 Parts. Oh, zur Treppe. Na dann weiter. Das war ein toller Schalter. E7. Ich habe das Gefühl, wir finden sicher einen Schatz. Ja, ein Pokémon, das wir retten müssen. Das finden wir wahrscheinlich. Wenn ich die Mission richtig gelesen habe, ist das hier eine Rettungsmission. Wirklich ich mich da. Ein Tänzer ins Team. Wir haben natürlich noch kein Camp. Ach, verdammt. Dann kommt trotzdem erstmal mit. Ein Wabru, habe ich richtig gesehen. Ich erkenne die Pokémon. Ich kenne das schon sehr gut. So, Klirberg. So, E8, Klirberg, E8, Nidorina. Direkt hier, oder? Ist doch hier auf dieser. In diesem Raum hier. Wirre ich mich da. Ach, jetzt bin ich hier eingepennt. Oh, Marunbeere. Es wird wieder aufgeweckt. Na komm. Hurra, du hast Nidorina gefunden. Auftrag geschlossen. Großartig. Es ist groß und es ist artig. Danke. Komm später bitte zur beliebten Post. Zwing hält den Retterorden hoch. Eine mysteriöse Kraft durchdringt Nidorina. Nidorina hat den Dungeon verlassen. Der Dungeon scheint noch Geheimnisse zu bergen. Möchtest du ihn trotzdem verlassen? Ja, möchte ich. Möchtest du den Dungeon wirklich verlassen? Nee. Nicht so wirklich. Hab mich umentschieden. Natürlich doch. Der Dungeon wurde beendet. Zwenke hat einen Auftritt in Dungeon Clearback erfolgreich abgeschlossen. Heute haben wir Zeit, das alles vorzulesen. Regenbogengummi. DX-Gummi. Okay. Du hast die Items ans Kangama-Lager geschickt. Es gibt kein Camp, in dem sich dein Begleiter Jurob niederlassen könnte. Als Dank für das spannende Abenteuer erhältst du aber 568 Pokémon. Es gibt kein Camp, in dem sich dein Begleiter Tänzer niederlassen könnte. Als Dank für das spannende Abenteuer erhältst du aber 244 Poké. Ich bin dir unendlich dankbar, dass du Nidorina gerettet hast, sagt Nidorino. Hier, bitte, deine Belohnung. Ah, 300 Münzen und 100 Rangpunkte. Du hast die Items ans Kangama-Lager geschickt.
Team Bilateral hat 100 Rettungspunkte erhalten. Jo, langsam aus dem Normalrang raus. Vielleicht können wir heute so ein bisschen an dem Normalrang arbeiten, dass wir mal die nächsten, die den Bronzerang kriegen. Ich fürchte, das ist der nächste Rang. Bis morgen. Am nächsten Morgen. Ja, mit der Hauptstory kommen wir jetzt nicht weiter, weil ja, da müssen wir das nächste Dungeon bestehen. Es fällt heute leider flach. Und wir haben noch genug andere Missionen. Und Pieper bringt uns immer was Neues. Da kommt er gleich. Sehr genau. Da ist er. Ich glaube, wir lassen die Briefkasten einfach mal. Wir lassen ihn mal so. Wir haben genug aufzuholen. Im Donnerberg hier zum Beispiel. Das bringt nicht sehr viele Level, aber ja. Können wir die Mission endlich mal erfüllen? Können wir das mal endlich hinter uns bringen? Donnerberg E1. Dürfte ja schnell gehen. So, wie viele haben wir hier in welchen? E4, E6 und E8. Okay. Ab zu E4 als erstes. Ja, es dürfte doch hier kein Problem sein. Die Pokémon sind uns levelmäßig unterlegen. Und wenn wir hier mal fertig sind, dann sollten wir durch mal mit der Knotenluft gehen. Und da mal. Das können wir nämlich auch in diesem Part mal machen. Können wir mal entgegen nach dem Donnerberg, dass wir da mal die Camps kaufen. So viele, wie wir Geld haben. Wir kriegen ja jetzt hier durch die Aufträge ein bisschen Geld. Durch drei Aufträge hintereinander auf jeden Fall auch ein bisschen was. Können uns vielleicht mal den einen oder anderen Dungeon, ich wollte eigentlich nicht Dungeon, Camp wollte ich sagen, das Camp leisten. Das war, wenn wir mal hier Freunde im Dungeon gewinnen, wenn wir uns Pokémon hier anschließen. Das kann auch nicht mehr die Möglichkeit sein, dass wir so ein schönes Tanzer kriegen und das dann nicht mit uns kommen kann. Dass wir dann in Zukunft vielleicht auch mal ein paar neue Mitstreiter dazu gewinnen. Ich meine, unser Team ist voll. Das ist jetzt Prof Modi und Zwergi mit dabei, das Team Bilateral. Und ja. Aber einfach nur, um sie in den Camps zu haben, um Follower zu haben, die wir einfach sind ja in gewisser Weise Follower. Was die eben erreicht, auf der sich ein Duster aufhält. Ja, sind ja die Follower hier in Mystery Dungeon, die sich halt einfach dort in den Camps aufhalten. Die nie mitmachen dürfen. Die hören sich dann unseren Bericht an. Hurra, du hast einen Duster gefunden. Auftrag abgeschlossen. Danke, komm bitte zur Pilipa-Post. Später. Zwing hält den Rettungsring hoch. Eine mysteriöse Kraft durchdringt Hunduster. Hunduster hat den Dungeon verlassen. In diesem Dungeon gibt es noch mindestens einen unerledigten Auftrag. Willst du den Dungeon trotzdem verlassen? Nein. Wir machen weiter. E6 wartet auf uns. Und E8 dann noch. Oder U8. Oha, hier haben wir einen Kaktus-Pokémon. Das war Tuska. Weiterentwicklung Noctuska. Das weiß ich. Bei dem anderen wusste ich gerade nicht. Bei dem Tanheel. Bei dem Tanzer. Tanheel ist das Metall-Pokémon. Das hier was so aus wie so ein. Was dann sich zu so einem großen. So dieser eine Arm, dieser eine metallene Arm, der sich dann zu einem großen Klotz weiterentwickelt. Ja. Haben wir natürlich noch kein Camp. Natürlich, was auch sonst. Hier ist die Treppe, die habe ich glatt übersehen. So, E5. E6, ich komme. Ich hau einfach ab. Ich lasse die anderen kämpfen. Es ist nicht feige. Ich will einfach nur vorankommen. Ich will meinen Auftrag erfüllen. Zielstrebig zum Auftrag. Pflichtbewusst meine Mission erfüllen. So schaut's aus. Okay, das hält ein bisschen was aus. Jetzt bin ich auch noch eingepennt. Das gibt's hier gar nicht. Sinnebeere ausgespuckt. Was ist denn hier los? Mann. Meine Fresse. Jetzt kommt, macht ihr mal. Ich bin scheinbar unfähig. Eine ganze Herde hier. Und hinter uns kommt auch hier was angetanzt.
Gut. Ich werde mal schauen, was ich für Thumbnail verwenden kann. Ein Keck-Leonarden. Nee, das werden wir jetzt nicht machen. Das wollte ich auch noch irgendwann mal in der Folge zeigen. Heute nicht. Vielleicht benutze ich eins dieser wundervollen Artworks. Eins davon habe ich ja schon in der Endcard. In der Endcard habe ich eins von diesen wunderschönen Artworks. Kann man eins bestimmt auch auf dem Thumbnail benutzen. Ja, gibt ja nichts Sonderliches, was man irgendwie... Im letzten Part hatten wir noch die Magma-Hürde, die man irgendwie abbilden könnte. So Minum. Können wir diesmal irgendwie eins von diesen hübschen Endcard-Artworks und so weiter benutzen. Warum nicht? Da kriege ich doch irgendwie die Passnummer und so noch unter. Mal schauen. Erwartet uns noch was. Den haben wir jetzt weggeschickt. E8, ich komme. Der dritte und letzte Auftrag hier. Hab jetzt gar nicht gesehen, dass da wer war. Ja, hab ich glatt vergessen. Übersehen. Nicht vergessen. Da wird es dann Friedrichs angegriffen. Nur wie sein Name nochmal genau war. Da werde ich angegriffen. Jetzt muss ich mal attackieren. Na komm. So. Hier ist die Treppe. Auf zu E7. Sind wir gleich da. Dann können wir uns mal um die Clams kümmern. Ich muss dran denken, um die Kirmes zu kümmern. Denke ich mal dran. Ich muss dran denken. Nicht vergessen, Zwecke. Sehr gut. Oh, er will sich uns anschließen. Da haben wir natürlich noch kein Camp vorhanden. Tiefgrünberg könnten wir nehmen. Dafür merke ich mir nicht. Bringt Geld. Geld auch für die Camps. Wird ja angezeigt, welche Pokémon dort in die Camps kommen. Wird ja direkt beim Shop dort. Dieses wird angezeigt. Deshalb wird es nicht schwer sein. Können wir uns die Camps aussuchen, von denen wir. Wo wir die Pokémon haben wollen. Okay, der besiegt mich hier noch. Bin elektrifiziert. Das ist eine Beere. Hast du auch eine Paralyseheilung? Beere. Das wäre nicht ganz blöd. Verdammt, 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 verdammt. Ich versuche hier zu entkommen. Das wird mir wahrscheinlich nicht gelingen. Mist. Molly ist dran. Na komm jetzt, ohne Zwergi. So langsam wird es brenzlig. Hau ab. Inneren. So, ab zur nächsten Treppe und da mal das letzte Pokémon retten. Unsere letzte Mission hier im Donnerberg für heute. Pandia, wie schön, was die Ebene erreicht, auf der sich Pandia aufhält. Pandia ist in Panik. Lustig sieht's aus. Okay, Mordi ist jetzt der Anführer. Wir dürfen hier nicht verlieren. Dann verlieren wir einiges, was wir im Inventar haben. Und Geld zum Beispiel. Aber wir sind ja schon hier. Hurra, du hast Pandia gefunden. Auftrag abgeschlossen. Jetzt kriegen wir auch mal die jetzt einen neuen Rang. Das war jetzt mal ein Bronze-Rang. Reden kann auch nicht mehr. Bis wir in den Bronze-Rang reinkommen. Danke, komm später bis zur Pilgerpost. Oder hält den Ritterorden hoch. Eine mysteriöse Kraft durchdringt Pandia. Pandia den Dungeon verlassen. Der Dungeon scheint auch Geheimnisse zu birgen. Bist du uns den verlassen? Ja, jetzt haben wir alle drei erfüllt. Yep, auf geht's. Alle Tiere. Der fünfte im Bund hat es schon verlassen. Modif hat alle Aufträge im Dungeon Donnerberg erfolgreich abgeschlossen. Es gibt kein Camp, in dem sich dein Begleiter Dampfiplex niederlassen könnte. Als Dank für das spannende Abenteuer erhältst du aber 224 Poker. Es gibt kein Camp, was? Skorgla scheint deinem Team beitreten zu wollen. Skorgla kann sich wohl im Camp Tiefgrünberg niederlassen. Möchtest du Skorgla in deinem Team? Ja, möchte ich.
Skurkler ist deinem Team beigetreten. Ein neuer Follower. Nein, kein Spitzname. Ein Namenloser. Danke, dass du Hundenduster gerettet hast. Hier, bitte, deine Belohnung. 60 Punkte und 150 Geld. Du hast die Items ins Kleingarma-Lager gesteckt. Teambilder 360 Rettungspunkte erhalten. Langsam geht's zum nächsten Rang. Sehr gut. Ich bin dir unendlich dankbar, dass du Pandir gerettet hast. Tiki Ursa. Oh, zwei süße Pokémon. Tiki Ursa ist ja noch süßer. Hier, bitte deine Belohnung. Schlafsamen und 60 Punkte und 150 Puck. Du hast die Items an Kangamalage geschickt. 60 Retterpunkte. Jo. Wird wohl nicht ganz reichen jetzt. Aber die nächste Quest. Danke für deine Hilfe. Hier bitte deine Belohnung. Goldband, Kraft, Bandana und 60 und 150. Na. Das wird wahrscheinlich noch nicht reichen. Sehr knapp. Eine Mission müssen wir noch machen für den nächsten Rang. Am nächsten Morgen. Wir wollten erstmal Camps holen gehen. Das war die Mission. Der Briefkasten ist voll. Pelipper steckt trotzdem noch was rein. Oh, zum Pokémon-Platz sollen wir irgendwas machen. Oder wird das immer gesagt? Ich lese mir das nicht so genau durch. Es gibt das hier. Ja, nee, das alte. Das übliche. So, unser Geld abheben. So, ein bisschen was haben wir auf dem Konto. Nee, warte. Abheben. Alles. Jetzt haben wir 5.800. Das dürfte reichen. Für ein paar Camps. Na komm, Knuff Camp Kiosk. Ich weiß, ich sollte vielleicht für Items sparen, die ich für das... die Magma-Höhle brauchen könnte, aber ja, komm, aufgeschissen. Campliste. So, hier mal Wildebene. Ach, hier haben wir auch die erschlossen haben wir hier schon. Ach so, auch die Leute, die schon dort rein können. So, hier Zwielichtwald haben wir. Da kann noch jemand rein. 900 kostet's. Da kann Blutzug, Weberer, Tanzer, ja, Tanzer, das hatten wir auch gerade. Das wollen wir. Dann pass mal auf. Tralala. Camps. Hurra. Wir haben was für alle da. Tada. Glückwunsch zum Camp. Zwielichtwald. Pokémon, die sich dort wohlfühlen, können nun zu deinen Mitstreitern werden. Sehr gut, Tanzer können zu unserem Team beitreten. So, weitere Teams. So, Energiewald. Wer kann denn da? Griffel und Mankey. Boah, Mankey wäre nicht schlecht. Hätte ich gerne im Team. Dann pass mal auf. Tralala, Camps. Hurra. Wir haben was für alle da. Tada. Glückwunsch zum Camp Energiewald. Guck mal, die sich dort wohlfühlen können. Nun zu den Mitstreitern werden. Mit deinen weiteren Retterteam Camps. Machen wir gleich auch noch die Pilzwald. Samurzel, Krapels, Blanas und Knilz. Vollständigkeitshalber. Wir haben genug Geld. Den Dialog wiederhole ich jetzt mal nicht. Haben wir schon zweimal. Ein paar Gift-Pokémon. Okay, da haben wir noch keinen kennengelernt. Lassen wir mal gut sein. Savanne, da haben wir schon viele. Unter anderem Dodo und die ganzen Nido-Dinger. Na komm. Nidorins und Nidorins, so hier diesen Norinos, Nidoans, den begegnen wir öfters. So, was gab's da noch? Hier gibt's noch einiges. Treibsandwüste. Besonders Noctuska und Tuska, auf jeden Fall. Ja, damit. Noctuska und Tuska, das ist auf jeden Fall. Geht gerne mal in den Camps. Würde ich gerne mal sehen. Noch einmal Geld. Jetzt wird es da hinten wird's teuer. 5.000. Ja, so viel haben wir nicht. Vulkankrater für Magni Makaro.
Ja, okay. Ich hole genau auch nichts. Geröllhöhle. Da haben wir noch nichts. Kusilla, Quieke, Schnäppke. Na, nee. Mal hier oben. Kaulquappenteich für Kopsel. Zu teuer, zu teuer. Zu teuer, viel zu teuer, viel zu teuer, viel zu teuer, viel zu teuer. Alle hier viel zu teuer. Magnet mit Tannhähne und Metank. Metank was wahrscheinlich auch. Das kaufen wir uns noch. Tada, tada. Sehr gut, jetzt sind wir fast pleite. Jetzt dürfen wir noch ein paar. Jetzt dürfen wir noch ein paar Leute haben, die sich unserem Team hier anschließen können. So, nein, nicht mit Modi reden. Die reden schon genug in unserem Podcast. Einzahlen. Unser gesamtes Geld. So. Und unsere Items mal ablegen. Sind wertvoll. Können wir später noch gebrauchen. Lagern. Und die Tickets können wir mal nutzen. Habe ich aber gerade keinen Bock drauf. Muss offscreen machen. Mehrere auswählen. Ich würde am liebsten alle auswählen. Okay, den Apfel behalten wir noch. Die Äpfel behalten wir. Das andere können wir auf Lager legen. Äpfel können uns hilfreich werden. So. Na dann. Machen wir noch eine Quest. Meine innere Uhr sagt mir, könnte knapp werden. Eine Quest schaffen wir aber noch. Das kriegen wir noch hin in diesem Part. Hoffentlich doch. Dann haben wir noch den Frostwald, weil es ziemlich frostig hier, Klirberg, und dann ist der Frostwald. Kriegen wir noch hin. Die eine Mission kriegen wir gebacken. Schönes Wortspiel im Frostwald. So, E9, oha, okay, das dauert ein bisschen, dass wir da sind. Und den Frostwald kriegen wir uns doch durchgekämpft, oder? Glumanda kriegt sich da durchgekämpft. Da freue ich mich ja schon auf die Entwicklungen. Und dass sich ganz Glurak und Glutex so weiterentwickelt. Andersrum. Oha, Mordi. Nein. Mein Team. Hier komme ich wohl doch nicht so weit, oder was? Mordi ist tot. Ist ja Mordi getötet. Oh, das ist ein Wasser-Pokémon. Und Wasser-Pokémon hier. Mach's alle. Wo es dich alle macht, ist doch wohl nicht so clever hier. Wir sind immer noch auf E1. Die Treppe finden. Ach, meine Fräse. So. Au. Oh. Zwei Merrillis. Azu Merrillis sogar. Angst. Das Feuer-Pokémon muss hier vor denen Angst haben. Chaos haben. Chaos. Chaotic. Ob wir es bis E9 schaffen werden? Ja, gut. Vignanten haben wir hier ein ordentliches Training gehabt. Das ist auf jeden Fall hier. Ich werde wahrscheinlich offscreen noch ein bisschen Dungeons machen müssen, weil allzu viele Parts kann ich jetzt damit nicht mehr füllen. Ich muss mich dann wohl mal motivieren bis zum nächsten Part. Mal hier ein bisschen Aufträge zu machen, weil mit dem Level kommen wir da nicht weiter. Und ewig hier Zwischenmissionen zu machen, ist dann auch nicht das Wahre. Und nein, ich hab ihn geweckt. Prof kämpft tapfer, während ich versuche zu fliehen. Wie sieht's fast aus? Nein, sie haben Prof getötet. Ihr Schweine. Jetzt bin ich ganz alleine. Na komm. Hältst du mich? Hältst du mich? Puh, noch lebe ich. Ich bin noch im Leben. Nicht mehr lange.
Verdammt. Ein bisschen Energie sammeln beim Rennen. E3. Ach du Schreck. Ach du Schreck. Hau ab, hau ab, hau ab, Sammy. Solange du kannst. Gleich in die Falle gelaufen. Jetzt haben wir vor uns und hinter uns welche. Am Arsch. Wir sind am Arsch. Hier komme ich niemals dem raus. Nein. Ich bin am Ende. Jetzt greift der mich von hinten an und jetzt bin ich. Ich habe doch keine Belebungs-Items mehr. Jetzt ein bisschen Energie aufladen. Da kommen weitere Gegner. Ich muss von den Gegnern fliehen. Oh wei. Nein. Kritisch. Ja gut. Okay, das wollte ich nicht. Ich wollte jetzt nicht. Freundesrettung. Nein, 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 nein. Quatsch. Blödsinn. Wir wollen jetzt hier nicht in diesem Dungeon nach Rettung suchen. Hier. Lass alle Hoffnung fahren. Willst du die Hoffnung auf Rettung aufgeben? Das klingt immer so brutalst. Gut, da muss ich offscreen. Da muss ich wirklich offscreen mal ein bisschen trainieren. Auch die Intensivtickets und hier mal in den Dungeons ein paar Aufträge erfüllen. Dass wir am nächsten Part vielleicht mal in die Magma-Höhle können und da mal fortschreiten können. Dazu Crowdown gehen können. Deswegen hat das Abenteuer im Dungeon Frostwald abgebrochen. Hast Items und Geld verloren. Hatten wir ja nicht so viel mit. Zum Glück waren wir vorher beim Kamerlager. Da war das nicht ganz so tragisch. So, wenn mich meine innere Uhr jetzt nicht zu sehr täuscht, dürfte der Part jetzt seine Partlänge erreicht haben. Ich hoffe, der Part ist nicht zu kurz geworden. Ja, dann sage ich, Däumchen nach oben, sollte es euch gefallen haben, lasst ein Abo da, wenn ihr seid und den nächsten Part nicht verpassen wollt, wenn es dann hoffentlich weitergeht. Ah, Pilipa kommt gar nicht mehr, weil wir eine Postkasten voll haben. Gut, soll er wegbleiben. Gut, ich mache offscreen weiter ein paar Missionen und so weiter. Und sehen wir zum nächsten Part hoffentlich. Mit einem trainierten Team wieder. Kriege ich dann den Normalrang weg. Kriege ich den Bronzerang offscreen. Egal, also ihr werdet ja sehen im nächsten Part, was ich für einen neuen Rang habe. Bis dahin, wir sehen uns. Ciao, ciao.